Machen wir folgendes. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir das hier auch mit. Ah, diese großen Brocken nerven, dass es nicht eine Axt gibt, die das gleich klein bröselt. Ich bin ja mal auf das Bauwerkzeug gespannt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, schaut mal, wir haben schon wieder so viele Skillpunkte. Und das ist das, was ich meine. Man kriegt die wirklich mega schnell zusammen. So. Und wenn wir jetzt noch irgendwas umkochen würden und so, würde das noch viel schneller gehen. Das ist immer ganz praktisch, sich die Sachen zu kochen. Nebenbei. Damit man das so ein bisschen überbrücken kann. So, komm. Wir kochen das alles runter. Können wir gar nicht alles mitnehmen. Na. Mit dem ersten Schwung. Das ist ganz ärgerlich. Aber gut. Wir lassen es erstmal so. Wie gesagt, schreibt ihr mir mal, ob ich das alles hier schön auskleiden soll oder nicht. Ich glaube, fürs Let's Play ist es jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig, das zu tun. Andererseits sieht es vielleicht schön aus. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin da auf eure Kommentare sehr gespannt, ob ihr findet, dass ich das hier unten alles auskleiden soll oder nicht. Und ich werde natürlich unser Haus auch noch anschließen. Wir haben da ja so einen Seitengang. Den werden wir hier ganz sicher mit verknüpfen, damit wir, ja, damit wir das hier weiter nutzen können. Und den Spielstand, ich kann ihn ja erstmal aufheben, wenn wir hier irgendwann durch sind. So, dass wir dann hier auch gegebenenfalls irgendwann weiterspielen. Das Spiel wird ja weiterentwickelt, da kommen bestimmt auch noch tolle Sachen rein. Und ja, wird eine spannende Geschichte. Also ich werde es auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten. Nur wie gesagt, ich glaube auch, dass es nicht mehr unendlich lange dauern kann. Na, natürlich liegt es an uns. Wir können natürlich bis zum letzten Tag warten. Oh, das ist schon voll wieder alles. Hier, Wahnsinn. So, da müssen wir mal gucken. Wir nehmen mit, was mitgeht. Ja, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Aber wenn wir schon hier sind, kloppen wir es auch gleich klein. Dann haben wir es hinter uns. So, mehr geht nicht rein. Dann gehen wir hoch. Müssen wir aufpassen, da ist das Loch. Boah. So, dann geht es wieder hoch. Dann verarbeiten wir den Stein. Ist ein bisschen unspektakulär. Ich gebe es ja zu, aber es wird natürlich auch benötigt. Ja, und die Musik ist hier sehr sporadisch. Das würde ich mir wünschen, dass die Entwickler da vielleicht noch so 3, 4 Soundfiles reinmachen, die ähnlich gut sind wie der Original-Soundfile. Und da kann man das super ablaufen lassen. Hier ist übrigens unser Seitengang ins Haus rein. Das müsste ich vielleicht auch mal schick machen neben den Folgen. Ja, wäre vielleicht angebracht. Müssen wir mal gucken, dann geht's hier hoch und die Umweltverschmutzung, sie geht weiter. So, hier rum. Gar nicht so einfach. Dann geht's hier hoch. Man kennt den Weg ja schon. Ja, leider gibt es keinen schnelleren Transportweg. Das wäre eigentlich noch ganz schön, wenn es da eine Option geben würde, das noch mehr zu beschleunigen. Und die Umwelt ist bestimmt echt happy mit uns. So, und jetzt ist das schon leer. Zack, und das ist der Riesenvorteil. 322 fehlen noch. Okay. Habe ich übrigens hier gelesen gerade. Okay, okay. Dann haben wir noch ganz schön was vor uns. Das sind noch fast 2 volle Karren. So, dann geht's wieder runter in den Steinbruch. Wir könnten was essen. Wir könnten auch die Axt mal reparieren. Beides ist, glaube ich, sinnvoll. So, zuallererst reparieren wir die Axt. Die hätten wir auch oben reparieren können. Ich weiß nicht, ob wir hier unten Eisen haben. Haben wir zufälligerweise da. Das ist eine gute Sache. So, und dann hier ins Lager. Ja, da haben wir 1000 gekochte Sachen. Ah, wir brauchen einen Stein. Wir brauchen einen Stein, verstehst du? Einen Stein müssen wir mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir hier mampfen können. Haben hier schon ordentlich Dinge. Nehmen wir mal die Tomaten. Das ist, glaube ich, ganz okay. Gut, dann gibt es noch mehr Skillpunkte. Das ist in Ordnung. Ja, und jetzt haben wir schon wieder 16. Ne? Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Viertelstunde, 20 Minuten. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und schon haben wir wieder, ja, 16 Punkte ergattert. Es geht echt schnell. Das geht wirklich schnell. Gerade wenn man hier so ein bisschen was macht nebenbei. Finde ich aber auch ganz gut, dass man sich nicht hier unendlich aufhalten muss mit den Punkten.
Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es nicht ein bisschen zu schnell geht. Aber gut, jetzt ist es, wie es ist. So, dann geht's hier wieder runter in Keller des Grauens. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da bauen müssen. So, dann machen wir hier auch noch so einen Flickstein rein. Komm her. Zack. Sehr schön. Dann kommst du mit. Dann kann die hier auch nicht runterfallen. Sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Oh. Ja, und die Musik, wie gesagt, prinzipiell sehr schön, nur sehr selten auch. Okay, Zuckler. Ah, das ist... Das nimmt einen echt so ein bisschen den Spaß, aber es geht halt im Verhältnis zu vorher schon. Es war schlimmer schon. Gut, dann geht's hier weiter. Wir müssen gleich mal zählen, wie weit wir sind und wie weit wir noch rein müssen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Fünfmal fünf Felder ist das. Drei haben wir erst. Also es geht noch eine Weile nach hinten sogar. So. Zack. Ja, was macht ihr heute so? Man weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr heute gerade tagesaktuell so gemacht habt oder noch machen werdet. Ja, ich persönlich werde heute nicht mehr allzu viel machen. Zumindest am Aufnahmetag. Es ist brütend heiß. Wir haben es am, ja, frühen Abend. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Man kann schon sagen, es ist früher Abend. Ich glaube, das ist gestattet. Und ja, muss jetzt aufgrund des Rechnermachens viel Zeit in den Rechner stecken. Viele Programme neu installieren, ist noch nicht mal alles drauf. Dann probieren, Aufnahme probieren, dies, das, jenes. Und ja, Spielstände wiederherstellen von sämtlichen Spielen. Also das war schon ein kleiner Kraftakt. Früher habe ich im Übrigen, für alle, die es interessiert, circa jedes halbe Jahr meinen Rechner neu gemacht. Einfach weil, ja, man macht halt Online-Banking, dies, das, jenes, da mag ich das dann doch schon ein bisschen sicherer und hat mir gedacht, wenn man sich was einfängt oder eingefangen haben sollte oder so, dann ist es immer besser, wenn es frisch gemacht ist. Und der Rechner ist natürlich schneller, braucht man gar nicht drüber reden, ist ja auch so. Mittlerweile muss ich sagen, ja, es hat sich sehr gezogen. Durch die Let's Plays und die Weihnachtszeit haben wir auch sehr viel gemacht und hat sich das doch, ja, fast in die Ewigkeit gezogen. Ist jetzt 2 oder 2,5 Jahre her, wo ich das letzte Mal Windows neu gemacht habe und es tat dringend Not. Wie gesagt, ich bin da eher der Typ, der auf Sicherheit ist. Alle halbe Jahre oder spätestens jedes Jahr habe ich das bis jetzt immer gemacht. Ja, jetzt ein bisschen geschlammt, aber wie gesagt, jetzt habe ich es nachgeholt und bin auch ganz happy. Der Rechner ist auch super. So. Ist auch sehr interessant, aufgrund dieser Datenschutzgeschichte der EU, die ja gekommen ist, dass die Unternehmer jetzt wegen jeden Kram fragen müssen. Was ich übrigens ganz gut finde. Ja, da fragt Microsoft doch von allen Scheißen nach. Und das war vorher versteckt gewesen in den Optionen. Und da habe ich das immer rausgesucht und ausgeschaltet. War gar nicht so einfach. Und jetzt fragen die halt schon bei der Installation, dürfen wir diese Daten abgreifen? Dürfen wir diese abgreifen? Nein, danke. Dürfen wir das abgreifen? Nein, nein, nein. Alles auf Nein gemacht und Diagnosedateien und was die da nicht alles für Informationen dann haben wollen. Wo ich mir so denke, wofür? Für was? Also Microsoft ist auch so eine Datenkrake geworden. Ist echt schade, wie die Welt sich verändert hat. Früher fand ich Microsoft eigentlich ziemlich cool zu Bill Gates Zeiten. Mittlerweile ist Microsoft für mich auch eher ein Unternehmen des Schreckens und ich würde mir wirklich wünschen, dass es viel mehr Spiele auf Linux gibt. Das wäre ganz cool, dann würde ich, glaube ich, auch auf Linux umsteigen. Man muss sagen, die Vielfalt ist schon ein bisschen größer geworden, aber es ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ja, es gibt ein paar Emulatoren, aber es ist nicht dasselbe. Und die Leute, die Linux schon mal ausprobiert haben, die werden das auch so bestätigen können, dass man nicht alles ohne Probleme auf Linux spielen kann. Auch nicht mit irgendwelchen Emulatoren oder weiß der Geier was. Also, das ist halt
ja ein riesen Manko von Linux, dass die Spielekompatibilität oder auch Programmkompatibilität ja nicht so gegeben ist, wie man sich das als ja, Windows-Nutzer wünscht, muss man halt wirklich sagen. Vielleicht wäre das mal ganz cool, wenn es so einen allgemeinen Source gibt, auf den alle greifen. Die Programme werden ein Programm geschrieben und alle greifen darauf, also eine Source. Und alle Betriebssysteme, die entwickelt werden, das ist so ein offener Code, können darauf zugreifen. Wahrscheinlich hat sie 1000 Nachteile. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bin ja jetzt nicht unbedingt ein Programmierer vom Beruf. Es wäre mega gut für die Endverbraucher, aber wie gesagt, wie das dann für die Entwickler ist, ob sich das dann noch lohnt, die Frage ist, ja, es geht ja darum, wenn jeder alles installieren könnte, würde man nicht immer das kostenlose Linux benutzen und nicht ganz auf Windows verzichten, hätte Microsoft dann nicht ein Problem? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wünschenswert wäre es trotzdem, weil ich finde es schon ein bisschen schade halt, dass es so ist, wie es ist. 98 Steine fehlen immer noch. Ja, und ihr seht, das ist schon müßig, das hier alles zu machen. Das ist nichts, was man mal so nebenbei macht. Das werden schon ein paar Folgen werden hier noch. Also da bitte ein bisschen Geduld. So. Und wir haben schon wieder 22 Punkte. Das ist der blanke Wahnsinn. Meteor sehen wir jetzt gerade gar nicht, sonst hätte ich mal geguckt, wie viel Zeit wir denn noch haben. So, dann wieder runter. Aber ich glaube, wir kommen auch langsam in sichere Gefilde da hinten an. Oh, keine Angst, wir machen das nicht stundenlang. Das ist jetzt erstmal die letzte Karre, die wir holen. Und dann schauen wir mal weiter. Das Problem ist, wir müssen ein bisschen auf die Produktion warten. Andererseits können wir mal gucken, was wir für Forschung noch alles brauchen. Dass wir die Forschung vielleicht ein bisschen forcieren, ist ja auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, da machen wir die Karre noch einmal voll. Und wenn wir das dann haben, dann gucken wir mal, was wir erforschen können. Nur wie gesagt, es muss gemacht werden und alles kann ich nicht offscreen machen. Ich mache bei der Formel 1, wenn wir Formel 1 spielen, schon die ganzen Trainings und alles offscreen. Und da ich ja wirklich einen ganz normalen Beruf habe, den ich nachgehe, kann ich nicht alles komplett offscreen machen und euch alles so einfach präsentieren. Das kann man machen, wenn man Vollzeit-YouTuber ist, aber davon sind wir ja aber sowas von Meilen entfernt. Dass da halt die Möglichkeit leider nicht so gegeben ist. Vielleicht sollte ich oben gar nicht so viel rausreißen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich könnte ja oben eine Dreierhöhe lassen. Ich brauche das ja gar nicht so weit ausgraben eigentlich. Ah, schon voll. Sehr gut. So, dann sammeln wir mal hier fleißig ein. Ja, die Freezes, die gehen wirklich. Also der Patch hat schon was gebracht, den die gebracht haben. Auch wenn es noch nicht hundertprozentig ist. So ist es denn doch ein guter Schritt in die richtige Richtung wieder gewesen. Ich hasse diese Brocken, ne? Es wäre echt cool, so ein Bagger oder Presslufthammer oder weiß der Geier was. Das wäre eine coole Sache. So, dann klopfen wir das mal ab hier. So. Es ist echt ein bisschen monoton natürlich, das zu tun. Aber gut, es gehört halt einfach dazu. So, wieder ein Brocken, noch ein Brocken, ja, der Brocken, ein beliebtes Reiseziel bei den Deutschen, wie ich jetzt darauf komme, ich habe keine Ahnung, im Übrigen der Heidepark auch, in den war ich übrigens gerade frisch und habe mich da mal ein bisschen vergnügt, war wie immer erschrocken, wie toll das ist. Was heißt wie immer? So oft bin ich da, war vor 2 Jahren, glaube ich, einmal da und ansonsten 1000 Jahre nicht mehr. Ja, ist schon echt teuer, macht auch mega Spaß da, wobei ich sagen muss, ich finde, er baut ab.
Also ich finde, der Park wird persönlich gesehen schlechter. Viele Attraktionen gingen gar nicht. Und ja, ist schon sehr schade, wenn man überlegt, wie teuer diese Tickets sind. Und ich war auch erschrocken, wie teuer da Getränke sind. Also Gott sei Dank haben wir uns größtenteils selbst versorgt. Am Ende ist es dann halt mit Trinken ein bisschen knapp geworden. Kannst natürlich auch unendlich mitschleppen. Und dann bezahlt man für einen halben Liter Fanta und jetzt haltet euch fest, 2,99 für einen halben Liter. Das ist Wahnsinn. Das habe ich auch nur einmal gemacht und nie wieder. Wir hatten halt, ich weiß es gar nicht, gefühlt 40 Grad. Die waren es aber sicher nicht, aber wir hatten es über 30 Grad. Auf jeden Fall über 30 Grad in Schatten. Und war ja gestern schon, Stand der Aufnahme natürlich, ein sehr, sehr heißer Tag. Sonnig und es war ein guter Tag prinzipiell. Das war schon wettermäßig nicht schlecht. Wie gesagt, Heidepark an sich ist auch nicht schlecht, aber es sieht so ein bisschen... Er wird so ein bisschen abgeranzt, ich weiß nicht. Auch das Neue, was da gebaut worden ist, so ein Schweineding da für Kinder, ich weiß nicht. Es war ziemlich leer halt da. Und mich würde es jetzt auch nicht umhauen, auch als Kind nicht. Ich kenne diese Schweinchen nicht mal. Das sind bestimmt irgendwelche Fernsehschweinchen. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, aber es war leider sehr leer da. Und gut, es sind jetzt keine Ferien, muss man natürlich sagen. In den Ferien sieht das vielleicht anders aus. Es waren übrigens viele Holländer da. Ich weiß gar nicht, ob in Holland Ferien sind und ein paar Engländer. Man hat es an diesem sehr strengen englischen Ton gehört, dass die auch auf jeden Fall von der Insel kommen. Die haben ja ein sehr hartes Englisch, wie ich finde, und hört sich schon anders an als zum Beispiel das amerikanische Englisch oder das normale Schulenglisch, was man halt so lernt. Okay, wir haben schon wieder... Ja. Nicht auf die Füße fallen. So, und dann gehen wir nochmal hoch und dann haben wir es doch auch überlebt. Wie gesagt, ist jetzt nicht das Allerspannendste, aber es muss gemacht werden. Ja, Heidepark an sich, muss sagen, die Bobbahn ist sehr cool. Und ich habe das erste Mal, bin nicht so der Achterbahn-Typ, muss ich sagen. Ist nicht so ganz mein Ding. Ich habe trotzdem mal, es gibt da so ein Speed-Ding. Das habe ich mal ausprobiert. Von 0 auf 100, glaube ich, in 2,5 Sekunden oder irgendwie sowas. Das war schon cool, hat echt Spaß gemacht. Habe auch nicht geschrien. War eine coole Sache. Auch wenn gefühlt alle anderen geschrien haben. Aber das hat mega Bock gemacht. Das hat mich so ein bisschen. Das hatte so ein bisschen. Formel 1-Feeling, muss ich sagen. Das war schon nicht schlecht. Wobei es da natürlich doppelt so krass ist. Weil von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden gewinnst du kein Rennen. Zumindest nicht in der Formel 1. Aber es ging schon mal ran und man hatte so eine Vorstellung. Also war schon ganz cool. Das hat echt Spaß gemacht. An manchen Stellen war man schwerelos. Ja, was soll ich sonst sagen? Was gab's da noch? So, wir gucken mal. Ich glaube, die können hier rein, weil die werden gar nicht alle gebraucht. Ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel zu sagen da. Ja, das muss laufen. Wahnsinn. Ich hoffe, wir haben genug Plätze, weil das sind schon ganz schön... Wo können die denn hingelagert werden? Wo tut denn der die hin? Okay, in eine Chest. Da gehen scheinbar genug rein. Sehr schön. Lassen wir hier erstmal stehen. Achso, wenn wir hier oben sind, können wir auch gleich die Axt nochmal, die Spitzhacke reparieren. Und dann gucken wir mal, was wir für Töniken anstellen können. Vielleicht sollten wir auch noch einen richtigen Tisch nehmen.